Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Your Truck Simulator. Mit mir, dem Alex, und heute werden wir auch mal wieder ein bisschen natürlich hier nur ums Spiel kümmern. Und nicht kein Thema werde ich haben, denn wir haben jetzt schon Freitag den. Ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt, aber was für Freitag den das ist. Auf jeden Fall nehme ich die Folge hier immer noch. Ist jetzt die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme. Weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen Vorproduktion und so, weil ich dann halt letzte Woche nicht da war für euch. Und da ich unter der Woche nicht so gerne dann immer aufnehme, mache ich das lieber jetzt noch direkt mit, bevor ich dann halt jetzt dann unter der Woche aufnehmen müsste. Warum fahren die alle so langsam an? Scheiß LKWs hier. Fahren 60. Den ihr ernst? Das ist den ihr ernst, leider. Heißt, ich muss auf der Mittelspur fahren und damit die normalen Autofahrer nerven. Weil die hier nicht mit 90 fahren können, anscheinend. Ja gut, ist halt leider so. Können wir nichts ändern. So, gehen wir mal ein bisschen Gas. Und ich gehe mal gleich wieder in den C. So, jetzt kann ich mich wieder gechillt mich darauf konzentrieren, wie ich hier links und rechts fahre und muss nicht mehr die ganze Zeit V-pressen und so. So, Auto. Wie nennt die Scheiße nochmal? Ich weiß gerade gar nicht, ich bin gerade so dumm. Ich habe schon 10 Mal in der letzten Folge erwähnt, aber ich habe es gerade wieder vergessen. Tempomat, genau so heißt das Ding. Das nutzen wir mal wieder. Alter, ich sehe jetzt teilweise richtig zerstört aus, ne? Also ich sehe ein bisschen müde jetzt gerade aus. Wir haben jetzt 6 Uhr gleich. Ich, wie gesagt, jetzt ein bisschen vorproduziert habe heute. 2 Stunden, ich brauche da glaube ich gar nicht mehr drüber zu reden. Habe ich ja schon in den letzten Folgen genug und das ist ja auch schon alles für euch vorbei. Wie gesagt, wenn diese Folge kommt, ist ja schon FIFA sogar. Nee. Doch. Ist FIFA schon draußen? Doch. Ist FIFA schon draußen? Das heißt, wir haben den 25. wenn diese Folge kommt, oder? Heißt, dann dürfte heute schon das erste FIFA-Video gekommen sein. Wenn das so ist und ich mich nicht vertue, was ich mal gerade nebenbei nachschauen werde, um dann wieder nebenbei einen Autounfall zu provozieren, oder einen LKW-Unfall zu provozieren. Wir haben 13. Jo, das ist heute der 25. Von daher schaut bei der FIFA-Folge vorbei, die heute. Da gibt es ein bisschen ja auch wieder Stau, geil. Schaut auf jeden Fall bei der FIFA-Folge vorbei, die heute dann gekommen ist. Die erste FIFA 16-Folge und wieso, wir haben nur den 13. bei mir. Hat alles ein bisschen mit Vorproduktion zu tun, aber es ist ja nicht schlimm. Ich rede jetzt, wie gesagt, nur übers Spiel und das ist ja quasi auch der Freitag. Das soll auch in Zukunft so sein, dass ich freitags mehr so mich dem Spiel widme und sonntags einfach nur fahre und dabei labere. Und das haben wir gerade immer so gekriegt, die Kurve. Das war knapp. Ich sollte mich wirklich auch jetzt gerade mal drauf konzentrieren, weil man merkt wirklich, kaum rede ich einmal selbst nur sowas Organisatorisches, schon wird es nicht mehr so cool mit dem Fahrskill. Das ist nicht schön. Aber noch haben wir keinen Unfall gebaut. Haben 0%, haben aber 4% hinten drauf, weil wir ja schon vorher mal Unfälle gebaut haben. Von daher, dafür werden wir auch wieder ein bisschen was abgezogen bekommen von den 54.000, die wir am Ziel bekommen. Und wir könnten noch mehr abgezogen bekommen, denn wir haben noch einen 10-Stunden-Fahrt vor uns. Die werden wir heute auf gar keinen Fall in der Folge schaffen. Gehe ich mal stark von aus nicht. Ich glaube, so 6-7 Stunden könnten wir heute erfahren, aber die restlichen 3 Stunden dann nicht mehr. Und ja, da ich auch, wie gesagt, ich glaube, man sieht es mir schon an, dass ich irgendwie ein bisschen müde langsam werde. Sorry dafür, Leute, aber ich höre mich, denke ich mal, nicht müde an. Sehe, wenn schon in der Facecam nur so aus. Aber ich lasse die Facecam trotzdem gerne drin, dass ihr mich dabei sehen könnt, weil dann ist es noch ein weiterer Ablenkungsmanöver. Obwohl ich sehe gar nicht. Guck, konzentriert man sich aufs Reden, schon kommt Scheiße bei raus. Weil ich sehe gar nicht so scheiße aus. Gerade es geht eigentlich aus, dass man ein bisschen die üblichen Augenränder sieht, die jetzt gerade richtig extrem sind langsam. Und ich ein bisschen glitzernd aussehe, weil ich jetzt hier schon, keine Ahnung, die Softboxen seit 5 Stunden oder so anhab, weil ich ja vorher noch Minecraft Speed aufgenommen habe. Ja. Aber ist ja auch egal, wir konzentrieren uns hier. Wir sind schon on the way to Hamburg, Hannover, Bremen, Osnabrück stand da auch. Oh, Osnabrück. Osnabrück ist nicht weit weg von Münster und dann wird der Let's Play Day am 25. Oktober sein. Nochmal als Reminder, wo ich bin. Das war gerade ein geiles Manöver. Ironie on. Oder Ironie off wohl eher. Das war nämlich ein richtig gefährliches Manöver. Immer dieses, wenn diese diese Kurven kommen, die man vorher nicht auf dieser scheiß Navi-Karte sieht, ist das ekelhafteste, was es gibt. So. Okay. Bremsen. Und das war wichtig und cool, was ich gerade gemacht habe, dass ich runtergebremst habe an der Stelle. Das war richtig, 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 richtig. Kommt da ein Auto von hinten?
Nee, geht klar, okay. Geht klar. Und wir können langsam wieder auf die 90 km/h zu steuern. Ich fühle mich ohne Scheiß mit diesem LKW immer bei, wenn ich langsam als 90 km/h bin, fühle ich mich so richtig langsam. Bei 90 km/h geht's, aber bei, ja, bei drunter fühle ich mich halt so richtig. Und diese Abfahrten killen mich jedes Mal. Oh, und genau sowas meine ich wieder, weil ich nicht vorher gut genug abbiege auf die Normalspur, weil ich einfach zu dumm bin, das zu sehen oder zu erkennen. Obwohl man es eigentlich an den grünen Pfeilen wahrscheinlich erkennen müsste, theoretisch, wenn man Ahnung hätte und nicht wie ich wäre. Aber gut, ist ja auch egal. Ich spiele das Spiel ja nicht schon Ewigkeiten, habe schon 59. Folge ist es, glaube ich, ne? Jetzt, die gerade hier ist. Kann schon sein, ne? Ja. Ja gut, ich meine, ich gesagt, habe schon 6 Stunden gespielt, keine Ahnung, wie viele Stunden Spielzeit ich habe, aber es ist auf jeden Fall das Spiel mit den meisten Spielstunden. Früher habe ich ja noch mehr gespielt, wo ich privat eigentlich nur gespielt habe. Ich spiele schon so Ewigkeiten. Muss ich auch sagen, Yoshi's Park Simulator ist das erste Let's Play, was ich aufgenommen habe. Allerdings wurde diese Folge nie veröffentlicht, denn die ist weit vor dem APK Gamer Bros Kanal gewesen. Ich hatte damals mal auf meinem eigenen Kanal testweise ein Video hochgeladen, wo ich einfach nur testen wollte, wie funktioniert es, Let's Plays zu machen. Und ich hatte mal sogar einen eigenen Let's Play-Kanal mit dafür gegründet. Na, wie viele Kanäle ich schon gegründet habe, Alter? Den hätte ich auch eigentlich... Ich hätte den auch eigentlich, bevor ich Alex Allerlei gegründet habe, hätte ich auch den einfach nehmen können, hätte den Alex Allerlei umbenennen können, fällt mir gerade auf. Dann hätte ich wenigstens irgendeine individuelle URL gehabt. Und wenn die individuelle URL dann Alex Funplays gehießen hat, oder wie das Kanal damals hieß, wäre es immer noch besser gewesen als wie, ja, als wie gar nichts. Und ich bin auch richtig, wir merken im letzten Teil, dass ich zu komme, was komme, weil sowas wie zum Beispiel, dass man, ich habe die Domain alexallerlei.de und alex-allerlei.de mir registriert, aber da kommt man im Moment auf meinen Server und gut, noch nicht mal auf meinen Server, die geht auch von meinem Domainanbieter auf eine Standardseite. Ich habe die noch nicht auf meinen Server gemacht, ich habe auf meinem Server noch keine Weiterleitung eingerichtet und gar nichts. Das ist richtig faul. Ich könnte einfach eine ganz chillige Weiterleitung einbauen auf hier auf unsere Seite, aber nö. Auf meinen Kanal, aber nö. Das ist gar nicht so viel Aufwand, beziehungsweise eigentlich so 10 Minuten Aufwand. Ich muss das unbedingt mal machen, ne? Das ist genauso wie das Foto auf meinem anderen Kanal. Das sind alle Leute so Sachen, wo nicht viel Aufwand sind, aber man macht sie irgendwie nie. Weil ich dann auch nie dran denke. Ich denke immer so an Videos schneiden, Videos machen, Thumbnails machen und so. Und dann, ja, toll. Du hast noch ein paar verwaltungstechnische Sachen zu tun. Ja gut, das habe ich auch wieder vergessen. Sowas vergisst man, wenn man auch wirklich mal ein paar Minuten Zeit hat und das eigentlich machen könnte, vergisst man das halt total. Wo ich halt auch seit Wochen nicht zu kommen ist, zu endlich mal anzufangen, Minecraft-Server-Plugins zu programmieren. Da habe ich total Bock drauf, komme ich nicht zu. Das ist so richtig nervig halt, weil ich das gerne machen würde. Erstmal so gechillt anfangen und dann dazulernen und so. Ich kann ja programmieren, wie gesagt, ich mache auch den Job zum Programmierer, von daher habe ich auch mit Java mal im Fachabi was gemacht und das ist eine Programmiersprache, die von C abhängt und ich kann PHP halt extremst gut, das ist das Beste, was ich kann und dann ist das auch nicht so wirklich das Problem und man muss dann die Klassen und so weiter lernen, beziehungsweise mitkriegen, die Bucket halt liefert. Und was ich machen will, da muss ich auch noch eigentlich jede Menge Java dazu lernen. Denn das reine, viele machen ja nur diese reine Java und dann nutzen eigentlich zu 90% nur die Bucket API und ein bisschen normale Java-Sachen, klar. Aber ich will ja richtig viel mit Java machen. Das soll ja, ich will dann auch unter anderem dann ein Plugin machen, was Varo-ähnlich ist, was dann quasi auch mit einer Datenbank, mit einer MySQL-Datenbank kommuniziert und so ein Bullshit. Und dann wird es halt richtig, richtig, richtig krass. Und dann muss ich halt richtig Gas geben. So. Okay. Ich hoffe, man hört es gerade nicht, wie meine Mutter da draußen rumhustet, weil sie jetzt schon wieder wach ist. Das ist auch sowas, was, könnt ihr das verstehen? Meine Mutter ist immer so um 6 Uhr schon wach oder sowas. Dieses, auch am Wochenende, wir haben Wochenende wohlgemerkt natürlich. Wo habe ich denn gerade einen Unfall verursacht, Mann? What the fuck? Ich habe nicht mal Schaden auf die Fracht bekommen, nur weil der mir hinten drauf gefahren ist, der Hurensohn oder was. Ist schon wieder so ein Scheiß nicht verstehbar für mich. 400 Euro Geldstrafe, Mann. Scheiß-Game, Alter. Wie man um die Uhrzeit schon wach werden kann. Ich bin um diese Uhrzeit noch wach. Gut, das könnt ihr von mir jetzt auch als krank beziffern. Aber warum man um 6 Uhr schon wach ist, wenn man frei ist, verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber hey. Alte Leute, kein Schlafrhythmus mehr.
Ich muss ja echt sagen, ich habe den besten Schlafrhythmus immer, wenn ich irgendwie so wie in Urlaub bin. Ich bin ja, wie gesagt, noch in der Vorproduktion, aber ich würde mich interessieren auch mal, wie es wieder sein wird, die 2 Tage, wo ich dann halt quasi dort bin, an der Mosel. Die Sache ist, auch in Köln hatte ich einen guten Schlafrhythmus. Das ist, obwohl, da war er nicht so gut. Nee, nee. Da habe ich ja bis 2 Uhr Videos geschnitten, bin dann pennen gegangen, habe da 6 Stunden oder so geschlafen. Also da war er nicht so gut, aber das Jahr davor in Köln, wo ich keine Vlogs von dort aus direkt gemacht habe, sondern nur mit der Handykamera gefilmt habe, da war es ganz gut. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Obwohl ich dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden war mit dem, was ich da auf dem Alex Allais Kanal an ganz kurz Vlogs hochgeladen habe. Die hatten gar nicht so viel Vielfalt, wie es auf dem APK Gaming Plus Videos dann war. Aber sie hatten halt Vielfalt und so wird es auch weiterhin sein. Es wird auch die nächsten Jahre erstmal, denke ich, so. Von allen Veranstaltungen, die ich gehe, wird es eigentlich nur Vlog-mäßig was auf dem Alex Allais Kanal geben. Und auf der Gamescom wird es dann immer dieses Live von dort etwas weniger geschnitten. Naja, etwas weniger geschnitten. Ich habe, glaube ich, schon zwischen... Das kürzeste Video, wo ich dran geschnitten habe, war, glaube ich, 30 Minuten oder 35 Minuten. Und das, wo ich am längsten geschnitten habe, war 1 Stunde und 15 oder 1 Stunde und 20. Also das ist schon nicht wenig. Vor allem ist das vom letzten Tag, vom Samstag quasi, das war halt echt extrem aufwendig wegen LMS und so noch. Und dann habe ich mir auch noch die Musik rausgesucht von Battle of Generations und sowas. Hab die auch noch verwendet, dann, also außerhalb des, was ich sie eh schon mit drin hatte, wo die quasi dort gespielt wurde, bei LMS selbst, habe ich sie halt noch rausgesucht. Das ist halt echt schon krass. Ja. Ja, weißt du, für sowas kann ich nichts, wenn ich den Weg abschneide. Das ist mir auch scheißegal, komm, da krieg ich halt nicht. Doch, ich habe 1% dafür bekommen, der ist anscheinend hinten auf meine scheiß Frachtfläche gedotzt, der Hurensohn. Aber ich sehe diese Sachen halt voll spät. Selbst wenn ich mich so konzentriere, ich sehe die Sachen halt voll spät. Wir sind übrigens bei, ja, 12 Minuten der Folge und ich bin ungefähr, ja, 3,5 Stunden gefahren. Also kommt meine Schätzung so ungefähr hin, dass ich mit 3 Stunden Restzeit rauskommen werde, die ich dann in der nächsten Folge noch zu Ende fahren kann und dann quasi abgeben kann. Und das ist halt schon krass. Ich muss halt schon sagen, YouTube ist ziemlich krass. Man fährt eigentlich nur auf der Autobahn von A nach B und gibt dann wieder die Sachen ab und kann dafür halt Schaden kassieren und so ein Bullshit. Aber ich glaube, wenn man die Strecken noch näher machen würde, wäre es dann noch unrealistisch oder irgendwie den Zeitfaktor da erhöhen würde. Ja, die Strecken sind einfach vom Maßstab geringer, ne? Weil die Kilometerzahl ist ja realistisch angezeigt. Nur halt das, was man fährt, sind nicht die wirklichen Kilometer. Ist halt ein anderer Streckenmaßstab, weil das, was angezeigt wird vom Navi her, ist ja absolut die richtige Kilometerzahl und die richtige Stundenzahl. Nur, das sinkt halt alles beides geringer, weil die Strecke nicht wirklich so ist. So, jetzt kann ich mal wieder mit dem automatischen Typ wieder fahren. Ich vergesse es immer wieder zu aktivieren. Mit dem, ich weiß, ihr wisst schon, was ich meine. What the fuck, warum geht das hier auf eine Spur runter, Leute? Was macht ihr da für einen Scheißdreck? Ich muss ohne Scheiß immer, wenn diese grünen Pfeile sind, muss ich aufpassen einfach nur. Das muss ich mir jetzt richtig merken, dass ich da richtig aufpasse. Einfach am besten ganz links, dann passiert nie was. Wenn ich geradeaus durchfahren muss, ganz links fahren. Alex, dann kann nichts passieren. So, ganz links einfach gechillt. Dann habe ich keine Probleme an solchen Stellen wie hier wieder. Ich muss einfach auf die scheiß grünen Pfeile achten. Das sind immer Außeneinfahrten. Und dann kann ich da einfach aufpassen. Einfach ganz linke Spur am besten. Und dann ist alles easy. Und ich fahre jetzt hier schön gerade zur Strecke, dem Weg entlang. Wie nice. So, da hinten kommt schon wieder die nächste grüne Stelle. Das heißt schon wieder eine nächste Auf- und Abfahrt. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Wir sind Dortmund. Okay, Dortmund-Duisburg läuft. Wir müssen nach Brüssel. Ich weiß gar nicht, wie fahren wir da jetzt überhaupt? Moment, wir gucken mal kurz nach. Wir fahren, okay, wir fahren hier dann über Duisburg, dann ja nach Brüssel. Hier ist die Grenze, das ist dann gar nicht mehr von der Grenze aus so weit. Also jedenfalls nicht auf der Karte, die wir wieder haben. Das ist natürlich klar, dass es dann wieder abweicht. In echt und so. So, wird auch dunkel langsam. Wie lange haben wir? Der braucht noch 5 Stunden, bis er Pause machen muss. Heißt, er muss, ja gut, es wird wahrscheinlich ganz knapp passen mit der 5 Stunden, mit den 5 Stunden bis zur Pause und 5 Stunden und 20 Minuten. Heißt, man wird da, ich werde auf jeden Fall jetzt dann nächste Folge so machen, dass ich die Fracht abgebe, natürlich.
Und ich könnte sogar ja, gut auf 3 Stunden kommen, ja. Noch 2 Stunden jetzt Fahrt. Und ich habe noch 5 Minuten Spielzeit. Also noch Folgenzeit. Von daher könnte das sehr gut hinkommen, ja. Tanken muss ich auch nicht, schlafen. Wie gesagt, muss ich dann irgendwann kurz vor Abgabe wahrscheinlich. Oder nicht kurz vorher, sondern halt danach, bevor ich mir den nächsten Auftrag hole. Ist eher am besten, dann geht die Auftragszeit davon nicht ab. So, da hinten geht es wieder irgendwo. Ne, das ist einfach nur eine Abbiegung. Das heißt, wir müssen da wieder raus, müssen ein bisschen weiter rüber. Okay, da keiner kommt, gehen wir direkt ganz drüber. Und dann ist hier gleich die Ausfahrt. Und dann gehen wir mal ein bisschen vom Gaspedal runter gleich. So, man muss einfach nur genau aufs Navi achten und dann ein bisschen umsetzen, ein bisschen mitdenken, ein bisschen mitgucken. Teilweise schon funktioniert der Ranz. Zack, ein bisschen runterbremsen hier, weil da so viele LKWs noch stehen, die kurz vor der Abfahrt sind. Zack. Und jetzt einmal so rum. Nice. So, und jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Sehr schön. Gut, haben wir das auch wieder schön hingekriegt und haben noch gar keinen größeren Unfall gebaut, außer dass uns ein paar hinten auf unserer scheiß Fracht gedonnert sind, wofür wir 2x Strafgelder kassiert haben, aber kaum Prozente drauf gekommen sind. Ach ja, es ist schön. Hier 70 reicht hier, weil die Vordermänner fahren eh nicht schneller. Da bringt es mir auch nichts, dass ich irgendwie schneller fahre. Scheiße. Ich muss auch unterbremsen. Die fahren nicht schneller. Ich fahre sogar noch weniger. Und damit jetzt bei 60 habe ich jetzt eingehakt. Bei 62 oder so. Ich muss wahrscheinlich gleich nochmal bremsen und nochmal ein bisschen verzögern. Das Problem ist, ich will auch nicht überholen, weil es gibt direkt wieder, wenn ich dann frontal auf jemanden drauf knalle, sind es halt einfach direkt, keine Ahnung, 15% oder 20%. Dann bringt uns unser schönes Fahren von der ganzen Zeit auch nichts. Ich kann mal kurz. Kurz gucken. Wenn nicht, bremse ich einfach volle Kanne, lass mich wieder abfallen. Ja, kommt dein Auto, kommt dein Auto, kommt dein Auto? Nee, da kommt kein Auto. Okay. Und rüber. Ja, komm, ein bisschen Action muss auch schon sein. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Hier bleiben wir jetzt auch erstmal hier auf einer Kurve. 9000, sehr gut. Unsere Fahrerinnen bringen es. So, ich habe gerade noch nichts eingezogen. Ich lasse einfach immer weiter die Geschwindigkeit reduzieren, weil wir jetzt eher abbiegen müssen. Aber genau, die ganzen LKWs vor uns auch. Easy. Nice. Zack. Und nochmal hier. Das heißt, hier haben wir noch weiter vor uns. Das ist ja wunderbar. Nicht. Ja, und bei sowas hier kann man natürlich überhaupt nicht überholen. Ja, ein bisschen Vollgas geben, weil das, weil der LKW hier kaum hochkommt. Weißt du, der fährt sogar vor uns. Ohne irgendeinen Anhänger und ist trotzdem so lahmarschig. Okay, hier kann ich weit gucken. Das funktioniert. Warum bremst der so hart, der Spasti? Obwohl da nichts vor ihm ist, bremst er wie so ein Behinderter. Das war total unnötig von dem Typen. Egal, jetzt kann ich, dauert es erstmal wieder ein paar Sekunden, bis ich hinter ihm auf der Stoßstange hänge. So. Weil der mich natürlich jetzt derbe ausgebremst hat. Okay, ein bisschen rüber, Auto kommt. So. Okay. Bleiben wir mal kurz noch hinter ihm. Weil ich nicht da hinten über den Weg vorbeischauen kann. Und da kommt auf jeden Fall was. Ich habe gerade Lichter gesehen. Yo. Ist hier eine gerade Straße wieder? Ja, für ein paar Zentimeter ist die gerade. Ah, komm. Komm, Baby. Jo, fahr nicht so schnell. Ah. Nice, 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 nice. Und jetzt zack, wieder rein. Cool, wir haben alle überholt. Ah, die brauchen einfach 10 Stunden, ne? Nochmal 4600 durch eine Fahrerin. Geil. Verdienen Asche, so läuft das jetzt richtig. Cool. Ich mache erstmal kurz was. Moment. Pause. Erstmal einen von den 10.000er Krediten zurückzahlen. Weil das mega unnötig ist, so viele Kredite offen zu lassen. So. Kann man mal Stück für Stück wieder abbezahlen. Und ich mache aber trotzdem weiterhin die Taktik, dass ich
halt versuche mir 100.000 oder ein bisschen mehr, ja, 100.000 ist auch immer ganz cool, 110.000 oder sowas als ungünstigen Kreditrahmen rauszuspielen und dann, ja. Und dann, wenn das der Fall ist, dann haue ich wieder direkt einen Kredit rein und dann kann ich quasi wieder die Werkstatt ausbauen. Ja, kann ich quasi wieder einen weiteren LKW kaufen und einen weiteren Fahrer einstellen und dann läuft das alles. Ich könnte auch mal die Fahrer, die mir mehr Asche bringen, eigentlich, den könnte ich mal das Auto upgraden, aber na gut. Das ist zu easy. Oder einfach ein neues Auto geben und dann den ihren, oder einen neuen LKW, den erfahrenen Fahrer, die ich schon hochgezogen habe, kann ich eigentlich mal einen besseren, beim nächsten Mal mache ich das mal, ich kaufe mir meiner besten Fahrerin einen neuen LKW und dann kommt der alte LKW quasi nach Köln in das neue, in die andere Garage und dort kriegt es dann quasi jemand Neues, genau. Quasi so, dass immer die erfahrensten Fahrerinnen dann, oder Fahrerinnen dann die neuen LKWs bekommen, was eigentlich eine coole Sache ist, muss man sagen. Und was auch eine coole Sache ist, wir sind am Ende der Folge und wir sind bei 3 Stunden und 10 Minuten. Ich fahre jetzt noch kurz die paar Meter, bis wir hier bei 3 Stunden sind in-game und dann gehe ich ins Menü und dann war es das von dieser schönen Folge. 50er-Zone. Ja gut, juckt wen? Schon wieder aufgehoben, okay. Ja. Würde ich sagen an der Stelle, wo wir jetzt hier gerade sind, ja, war's das eben von der Folge und haut rein, bis zum nächsten Mal am Sonntag, dann wieder mit dem Thema und wieder relativ, wieder aktuell, genau, und ja, haut rein, bis dann, tschüss!